Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when she's a swan, when she's a swan, when she's a swan, when she's a swan, and she's away, oh happy day. Hi, meine Lieben, yay, ich bin total gut drauf heute. Meine ganz andere Einleitung, eine ganz andere Begrüßung an euch als sonst. Ich hoffe nicht, dass meine Stimme ein bisschen schräg klang, aber das macht nichts. Hauptsache, die gute Stimmung ist da. Warum ich dieses Video mache, ist, weil ich eine super, 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 super coole Sache gekauft habe. Es ist in YouTube bei den meisten gehypt. Es ist manchmal schwierig zu bekommen. Und es ist einfach nur genial für zu Hause. Man spart Geld. Man braucht nicht viel machen. Und ja, ich zeige es euch, bevor ich dann lange drum herum quatsche. Und zwar... Da 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 da! Guck mal, geil, ne? Ich habe ein Essence von Essence Gay Nails at Home LED-Lampe. Juhu! Ist das nicht der Burner? Also voll der Hammer. Und ich war so, so glücklich. Ich war innerlich sowas von happy. Also da glaubt kein Mensch. Das war auch der vorletzte bei uns in DM. Also wir haben ja drei, einmal bei uns im Dorf, ich muss zwar mit dem Bus ein bisschen fahren, dann haben wir eins in der Großstadt, also zwei in der Großstadt, ja, also wir haben zwei in der Großstadt und eins hier im Dorf und ich habe bei uns im Dorf gefunden. Ich war so happy. Endlich das, was du dir mal wünschst und was du ausprobieren wolltest. Und ja, ich habe es mir endlich gegönnt und gekauft. Es ist zwar teuer, 24,95, sagen wir mal 25 Euro. Ich zeige euch mal die Größe, aber für, ich wollte es einfach haben. Ich wollte es einfach ausprobieren. Lass mal liegen. So sieht das aus. Ich habe es auch gerade getestet, ob es funktioniert. Alles geht. Keine Lampe kaputt. Weil das war ja auch viel zu blöd, wenn man jetzt Gelnägel macht. Man hat das nicht sofort ausgetestet, bevor man das kauft. Und da ist eine Lampe kaputt, ist das dann scheiße. Deswegen habe ich es erstmal schnell ausprobiert, geguckt, ob alles funktioniert, damit ich dann nicht am nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder dahin rennen muss zum Umtauschen. Aber es funktioniert. Und ich bin so glücklich und ich freue mich, sowas auszuprobieren. Ich habe auch mal nachgeforscht per Kommentar, ob es auch mit anderen Nagellacken geht, mit Farblacken. Man hatte mir gesagt, es geht. Man muss nicht die von Essence benutzen, weil die meisten Nagellacke haben ja fast die identische Textur vom Auftrag. Da braucht man nicht immer Essence kaufen. Man kann auch die Nagellacke verwenden von anderen Firmen. Man muss es ausprobieren, nur halt, dass die Reihenfolge der Vorbereitung des Nagels identisch ist. Das ist das Wichtigste. Gut, und da war ich richtig, richtig glücklich. Vor allen Dingen, wenn man sowas macht, vernünftig auch, dann spart man auch ein bisschen Geld im Nagelstudio, finde ich. Man kann das schon mal machen im Nagelstudio, aber ich fand schon schön, dass ich das hier holen kann, für mich selber meine Nägel schick mache. Und dann habe ich auch mehr Zeit und Ruhe zu Hause und ja, da bin ich richtig gespannt. Wenn ihr gerne möchtet, dass ich das zeige, wie es funktioniert, dann würde ich mich auf einen Kommentar freuen.
Ich habe ja die neue Serie angefixt, gehypt, austesten und aus der Reihe. Habe ich immer noch da, nur mir fallen nicht immer so die Sachen ein, die mir, also mir fällt da nicht so ein, was ich so damit verbinden könnte. Und ich habe mir so gedacht, ich könnte ja mit meiner Serie das hier benutzen. Also in der Serie könnte ich das benutzen als Gelnägelversuch oder so ähnlich. Auf jeden Fall könnt ihr das gerne mir mal schreiben, ob es euch interessiert oder ob ihr sagt, das haben wir schon so oft gesehen. Brauchst du nicht unbedingt. Wäre schön, wenn du das Video machst oder so ähnlich. Ihr müsst es selbst entscheiden. Und dann habe ich für 9,95 € ein Gay Nail at Home Starter Kit gekauft. Die gibt es auch einzeln zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach zu dem Starter Kit gegriffen. Und das habe ich mir dann halt gekauft. Da sind 4 Produkte drin. Einmal zeige ich euch mal ein Cleanser. Das ist dieses hier. So Nagellackentferner. Entferne große Flasche. Riecht nach nichts. Hab gedacht, das riecht so ein bisschen wie dieses Aceton-Nagellack. Aber ist nicht so. Auf jeden Fall, damit reinigt man die schon gefeilte Nägel. Ja, also die man gefeilt hat, säumert man dann halt so ein bisschen. Und dann kann man dadurch auch, was dazwischen liegt in dem Nagel, kann man sauber machen. Und die Klebereste kann man sauber machen. Und ja, Cleanser. Brauche ich ja eigentlich nicht viel erklären, aber ich habe gedacht, ich sag's einfach mal. Dann habe ich hier ein Clear Gel Top Coat. Ich denke mir mal, das ist ein ganz normaler Topcoat, wie jeder andere auch. Glaube ich zumindest. Oder ob es ein ganz anderer Topcoat ist. Aber ich denke mir mal, das ist genauso wie mein normaler. Dann habe ich hier noch ein Primer. Das ist sehr wahrscheinlich auch so ein Unterlack. Ne? Also denke ich mir mal, ist ein Unterlack, ein Primer, Unterlack. Ja. Und dann habe ich mir, oder ist drin, ein Peel-Off-Gel-Base. Das fand ich schon witzig, weil es gibt die auch im Standardsortiment. Und ich glaube, das ist in der schwarzen Flasche. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall gibt es die im Standardsortiment. Und das ist auch total cool, weil es gibt ja auch Nägel oder beziehungsweise je länger man sie lackiert und je länger man sie mit Nagellackentferner abreibt mit Aceton, desto poröser und schwieriger werden sie zu reinigen oder zu lackieren, weil da so eine komische Oberfläche oben drauf ist. Dass die kaputt gehen und ich finde, dass man mit diesem Peel-Off Gelbase oder beziehungsweise das Peel-Off, dass man das viel besser verwenden kann. Es ist sauberer, es ist schonender für die Nägel, finde ich. Und ich habe zwar das noch nie ausprobiert, aber ich denke mir schon, dass es sowas ist. Und ja, finde ich gut. So, ja, dann bin ich nochmal, als ich meinen guten Freund abgesetzt habe, als wir zusammen waren, an der Bushaltestelle und habe auf seinen Bus gewartet, bin ich nochmal zurückgelatscht, weil ich 2 Produkte noch gerne haben wollte, habe es aber noch nicht gekauft, weil ich es mir noch überlegen wollte, weil ich ja von diesen 2 Produkten, die ich euch jetzt zeige, eigentlich sehr viel habe, aber mittlerweile bin ich sowas von ein Freak,
Also, ich weiß nicht. Also mittlerweile, ich sammle ganz gerne Lippenstifte, Lidschatten, alles Mögliche. Ich versuche sie auch regelmäßig zu verwenden, so gut es geht. Aber ich habe mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich konnte einfach nicht. Und ich konnte mich nicht zusammenreißen und ich habe die beiden Sachen gekauft. Ich habe zu meiner Sucht. Also ich habe schon regelrecht Angst, ich bin süchtig. Nach Hypes, also nach Produkten, die gehypt sind, die ich auch so normal in YouTube sehe. Ich weiß es nicht. Naja. Egal, ich mag es mittlerweile, Schminke zu kaufen, auszutesten. Ich versuche mich ja regelmäßig zu schminken. Ich versuche verschiedene Kombinationen mittlerweile. Und ja. Aber nun gut, kommen wir jetzt zu meinen zwei Produkten. Und zwar habe ich zwei Sachen aus dem neuen Sortiment wieder gekauft. Und die Verpackung von diesem Lidschatten hier finde ich eigentlich edler, weil der ja Deckel ist also sichtbar, ne, durchsichtig und das andere ist dann halt schwarz. Und ich finde das schon schicker. Für alle Lidschatten wären das auch ein cooles Design. Aber hier habe ich in dem Falle ein Liquid Metal Eyeshadow in der Farbe Golden Roses. Das ist bei einigen Videos gehypt gewesen und das war ein Kampf, dass ich das Ding aus diesem Regal rausholen musste, Leute. Ich habe gesehen, ah, das sieht doch aus wie dieser gehypte von YouTube, von der Farbe her und ich wollte das haben. Ich wollte da dran, weil es gibt ja diesen Schieber. Und der kam gar nicht raus und kam nicht raus und kam nicht raus. Dann, weil das war nämlich der letzte gewesen, wo ich auch ziemlich Glück hatte. Und dann habe ich das mit Kajalstiften da versucht, vorsichtig rauszuziehen. Nichts, da schubst sich dann immer wieder weiter. Dann habe ich versucht, nochmal mit den Fingern rauszugehen oder hinten vielleicht reinzugehen und rauszudrücken. Das war heftig. Und dann hatte ich sowas von die Faxendicke da rumzuhampeln. Dann habe ich einfach diese Schieber genommen und habe einfach mal so ein bisschen geschüttelt und gerüttelt und dann ging es endlich raus. Mann. Also wirklich, wirklich kampfaufreibend war das. Und so sieht das Ganze aus. Das ist so leicht gewellt, ein wunderschönes Design. Metallisch, wie der Name schon sagt. Und halt Gold mit Rosa gemischt. Und das ist sowas von schön. Richtig, richtig schön. Man kann es als Highlighter verwenden. Man kann es als Lidschatten für den Innenwinkel verwenden. Man kann es. Ja, man kann es halt auf das ganze bewegliche Lid auftragen. Ja, ich finde das richtig genial. Und ich habe auch gehört, ich habe auch von der Textur auch was gehört, es sollte butterzart sein. Ist es auch wirklich sehr, sehr zart. Wenn man so leicht reindippt, dann hat man schon sehr viel schön, sehr viel Farbe und meine ganze Hand und meine ganzen Finger sind voller Goldschimmer. Oh. Muss ich gleich mal mit meinem L'Oreal wieder sauber machen. Ich habe ja diesen L'Oreal Paris Reinigungswasser-Zeugs. Jo, ich höre gerade meinen Hund schnarchen. Ich habe gerade gesagt, was ist denn das für ein komisches Geräusch? Auf jeden Fall ist das sehr butterzart, wollte ich eigentlich sagen.
Und ich habe gehört, weil es so butterzart ist und sehr, sehr fein ist, dass man das nicht unbedingt zum Depotten rausholen muss. Das werde ich auch nicht tun, keine Angst, weil das bricht dann sehr, sehr schnell zusammen und bröselt dann sehr schnell, wenn man das ein bisschen raushebelt. Und ich habe eh keinen Platz mehr in meinen Paletten. Und da werde ich das dann halt so lassen und dann mal schauen, wenn ich jetzt so was Ähnliches habe, was man, wo man Angst haben muss, dass es rausfällt, werde ich mal schauen, ob ich so eine kleine Aufbewahrungsmöglichkeit finde. Und ja, das hat 3,95 Euro gekostet. Dann habe ich noch ein Po-Shine Lip, Color Lip Balm. Ich habe davon ja zwei. Einmal Cherry Thai und oder Fai und noch irgendeinen. Auf jeden Fall dieses Cherry Berry. Cherry, My Cherry Berry, glaube ich, habe ich. Das sind diese Art Bärentöne, in der Richtung Bärenton. Und da mir die ja so gut gefallen haben, ich kann ja sagen, oder sage es jetzt gerade, dass ich mit diesen Lip Balms sehr zufrieden bin. Die sind cremig, die halten ganz gut, die bringen auch noch einen gewissen Stain noch auf den Lippen. Wenn man jetzt was isst, was trinkt oder so, dann bleibt noch eine gewisse Farbe auf den Lippen und das fand ich richtig gut. Ich bin da richtig begeistert davon und ich habe die Farbe, muss ich das nochmal ein bisschen hier nachziehen, und zwar habe ich die Farbe, Moment, Flamingo Go. Und zwar ist das so ein Peach mit einem leichten Rosé-Einschlag. Weil hier ist das halt Peach-Orange. Aber so auf den Handrücken ist das noch ein bisschen mit einem Rosé-Gemisch. Und ja, das ist der. Sieht der nicht gut aus. Ich finde den total klasse. Das hat gekostet 4,95 €. Und ja, ich finde die super cool. Wirklich, wirklich, wirklich super, super cool. Ja. Ja, was wollte ich noch? Sehe ich aus wie Ferkel hier. Bestimmt noch von diesem Lippenstift hier, weil ich habe noch mal geguckt nach dem Aufbau dieses Lippenstiftes. Ich hatte heute Lippenstift drauf. Ich habe heute so einen Nude Look gemacht und da habe ich mal so einen richtig kräftigen Lippenstift aufgetragen. Das ist der It's a Mad World. Wollte ich euch auch mal zeigen. Und zwar wollte ich euch mal den Unterschied zeigen zwischen einer aufgebauten, also dass man den Lippenstift aufbaut und wie man den so leicht aufträgt. Beziehungsweise, was der Unterschied ist. Schaut mal, das hier ist so leicht aufgetragen, so ganz, ganz leicht. Und dann hat man das verwischt. Und das hier ist dann halt auch aufgebaut mit so zwei Schichten. Und das ist total kräftig. Ich hatte das drauf gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob man noch so einen Stain sieht. Ich weiß es jetzt nicht, ob man da so sieht. Guck mal. Ich sehe da so einen leichten Hauch, aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Ich habe gedacht, das passt doch richtig zu meinem Look, den ich geschminkt hatte heute Morgen. Und wirklich klasse. Also ich fand diese Kombination zwischen ein etwas helleren Look zu knalligen Lippen klasse. Also viele haben mir auch gesagt, durch diese Farbe wirkt das total schön, vor allen Dingen auch wegen Haarfarbe, Augenfarbe. Ich weiß zwar nicht, warum, was das damit zu tun hat, aber die fanden das einfach schön auf den Lippen und ja, mir gefällt es und ja, wem es nicht gefällt, selber schuld. Ich muss meinen eigenen Style finden und meine eigene Geschmacksrichtung von
Schminke und Accessoires und Nagellacke. Und wenn ich sage, diese Kombi ist super, dann benutze ich die auch. Und wenn einer sagt, nee, danke, nein, ist das seine Meinung, das stört mich nicht. Aber wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir. Und dann bleibe ich auch in dieser Richtung. Und ja. Jo, das war's. Habe ich sonst noch was zu berichten? Wie ihr mich ja halt so kennt, von Höchstchen auf Stöckchen, wenn ich mich schon fast verabschiede, habe ich vielleicht noch ein kleines Thema hinterher geschmissen. Aber ich wollte euch eigentlich meine Hit des Tages eigentlich vorstellen, mein Erfolg, dass ich endlich diesen Wunsch mir erfüllen konnte und das gefunden habe. Und ich bin da richtig, richtig gespannt, wie es aussieht, wenn ich das mal auflackiere. Und ich darf das ja nicht immer so oft machen durch meine Arbeit. Ist es anscheinend verboten. Aber wenn ich mal zu Hause bin und ein paar Tage frei habe, dann oder mal nur einen Tag frei habe, dann werde ich das auf jeden Fall mal austesten. Und ja, das war's. Wie gesagt, ich habe jetzt kein Hölzchen auf Stöckchen Thema. Ich glaube, ich habe jetzt alles soweit erwähnt. Und wenn ihr weitere Videos gerne sehen wollen, einige sind auch in der Überlegungsphase. Ich habe schon einiges aufgeschrieben, was ich gerne machen möchte oder was ihr euch gewünscht hattet, ist noch auf meiner Liste. Ich werde mal schauen, ob ich dieses Video oder die Videos schaffe diese Woche nächste Woche. Ich schaue einfach mal, wie viel Zeit dazwischen ist, weil man braucht ja auch für bestimmte Themen auch ein bisschen Ruhe, keine Hektik und ja, und gut. Das war's. Wenn ihr noch mehr Videowünsche habt, was nicht erwähnenswert war oder beziehungsweise was nicht erwähnt wurde, dann schreibt's mir. Was noch? Ja. Ich freue mich auf neue Abonnente, wo ich mich eigentlich immer sehr gerne drauf freue. Ich freue mich auf liebe, nette Grüße und Videoantworten und, ja. Gut, nicht mehr lange schnacken, jetzt lade ich das Video hoch und ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bin super glücklich, dass ich sowas habe und ich werde mal schauen, wo ich das hinstelle, weil ich habe ja immer noch mein Regal. Siehst du? Schon wieder so ein Höschen auf Stöckchen Thema, obwohl ich eigentlich mich verabschieden wollte. Ich habe ja immer noch ein Schminkregal und ich werde mal schauen, bei Poco hatten die eins in glänzend weiß Optik. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich meinen Schlafbereich in den Griff kriege. Wohnbereich ist schon fertig, Schlafbereich wird noch gemacht. Ich werde euch dafür bald ein Update geben, wenn ich diese Sachen habe. Habe ich euch versprochen. Weil ich habe passend für den ganzen neuen Stil möchte ich gerne einen Schlafzimmerschrank, ein neues Bett und eine Nachtkonsole. Und ja, ich bin mal gespannt, weil die haben beim Poco super dolle reduziert. Ich gehe gerne bei Poco. Und die haben da auch, wie gesagt, diesen Schminktisch. Ich muss auch überlegen, ob ich diesen Stil auch in dem Ankleidezimmer fortsetze, dass ich einen kleinen Kleiderschrank habe, dass ich einen kleinen Konsole habe für Schmuck und so weiter, dass ich einen anderen Regal kriege für T-Shirts oder was weiß ich, was ruhig offen zu sehen sein darf. Und ob da auch diese weiß glänzende Optik von Schminktisch passt, das weiß ich jetzt leider nicht. Ihr habt ja meine Richtung jetzt schon teilweise im Wohnzimmer gesehen. Ob es dazu passt im Ankleidezimmer für so einen ähnlichen Stil,
könnt ihr mir ja mal schreiben, ob es passt oder ob es die auch in einer Variante gibt, wie halt meine Wohnzimmermöbel, die ich jetzt hier habe. Da schaue ich mal. Aber ich habe es schon mit meiner Familie besprochen und sie haben gesagt, ich bekomme einen Schminktisch, wenn ich mir wünsche, bekomme ich's. Und eigentlich ist das ja auch meine Sache. Und ich möchte mich auch vernünftig schminken, mich vernünftig fertig machen daran. Und deswegen möchte ich es gerne haben. Ich muss nicht unbedingt einen Riesenspiegel haben, mir reicht auch so einen kleinen Spiegel. Habe ich auch schon mal in verschiedenen Videos gesehen, dass es auch Leute gibt, die nur halt einen Tischspiegel haben, einen großen. Und das reicht völlig. Und das reicht mir auch, weil ich habe ja oben drüber mein Nagellackregal. Und ich möchte das schon gerne alles so beisammen haben. Und mal gucken. Oder vielleicht nehme ich den Schminktisch rüber ins, da wo jetzt in der Ecke mein Kleiderschrank ist, mein kleines. Und dass ich das weglasse und dann woanders halt meine Sachen unterbringe, muss ich mal gucken. Es ist noch so viele, sind noch so viele Möglichkeiten und die Ecken passen eigentlich da so, die ich mir ausgesucht habe. Und mal schauen. Und jetzt aber verabschiede ich mich. Ich habe jetzt von Höfken auf Stöfken wieder gelabert. Wenn ich schon ein Thema anschneide, fällt mir schon wieder das nächste ein. Und jetzt hole ich mal Luft und sage dann bis zum nächsten Mal. Euer Miss Globalis und ich freue mich auf weitere Videos und Vorschläge und nette, liebe Kommentare. Und der ein oder andere weiß, warum ich diesen Satz jetzt ein bisschen betone. Nette, liebe Kommentare, weil ich habe schon wieder einiges zu hören gekriegt und das finde ich gar nicht in Ordnung. Wenn ihr darüber ein Video auch haben möchtet, wenn ihr wisst, was ich meine, dann könnt ihr mir das auch mal schreiben, wie meine Meinung dazu ist. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin trotzdem happy, happy und ja, tschüss meine Hübschen, bis nächste Mal.